Hallo, ich bin Steffen Bendix von littlewizard.de. In diesem Video geht es um den Schnitt von Audio in Final Cut Pro X. Dabei werde ich erklären, wie man die Audiospuren separat vom Video schneidet. Des Weiteren werde ich mich mit Audioblenden beschäftigen und wie man diese in Final Cut Pro X anlegt. Für dieses Beispiel habe ich bereits zwei Videoclips in die Timeline bewegt. Der linke Clip ist relativ laut aufgenommen, weil die Möwen ein ziemliches Spektakel veranstaltet haben. Der rechte Clip ist ziemlich leise. Zum Vergleich. Normalerweise bearbeite ich Video und Audio gleichzeitig, wenn ich die Schnittmarke bewege. Möchte ich das nicht, doppelklicke ich auf das Audio und trenne es damit von der Videospur. Beide Spuren sind trotzdem weiterhin miteinander verkoppelt und es kommt zu keinem Bild- und Tonversatz, wenn ich eine Spur bewege. Und nun habe ich die Möglichkeit, die Videospur unabhängig von der Audiospur in der Länge zu verändern. Und somit kann das Audio des ersten Clips im Off über den zweiten Clip weiterlaufen. Ebenso kann ich auch die Audiospur in der Länge unabhängig vom Video verändern. Wenn ich jetzt das Audio wieder doppelklicke, wird es wieder an das Video angefügt und der Clip sieht aus wie vorher. Das birgt die Gefahr, dass man solche Audiobearbeitungen leicht übersieht und sich wundert, warum der Ton zum Beispiel in solchen Clips, wo die Wellenform sehr niedrig ist, trotzdem so laut ist. Sollte die Gefahr bestehen, klappt man am besten die Videospur und die Audiospur nicht zusammen, sondern lässt sie so, dann sieht man es besser. Leider gibt es mit Version 10.1 von Final Cut Pro X immer noch nicht die Möglichkeit, eine separate Audioblende anzufügen. Das heißt, wenn ich diesen harten Tonschnitt, der ja hier auftritt, nicht haben möchte, aber kein Crossfade für das Video haben will, denn da gibt es eine Audioblende drin, dann muss ich mir diese Audioblende selber basteln. Das geht aber ganz einfach. Ich trenne mir von einem dieser Clips das Audio ab, so wie ich das hier schon getan habe, ziehe mir die Audiospur etwas länger, so in den nächsten Clip hinein, und wenn ich die Maus hier rein bewege, dann erscheint dort so ein kleiner unscheinbarer Punkt. Den kann ich anfassen und ziehen und damit kann ich mir ein Fading Out basteln. Schon ist der Ton nicht mehr ganz so hart. Wenn ich da eine andere Kurve haben will, dann klicke ich einfach mit der rechten Maustaste drauf. Es erscheint ein Menü. Und hier kann ich mir aussuchen, was ich haben möchte. Standardmäßig ist eben dieser Abfall der Kurve plus 3 dB ausgewählt. Ich kann es auch mit dem Bauch nach unten machen. Dann fällt das ein bisschen schneller aus. Und so weiter und so fort. Natürlich kann ich das auch mit diesem Audio noch machen. Ich kann mir das zum Beispiel in diesen Clip hineinragen lassen und ziehe mir auf diese Seite die Kurve oder das Fade-In rein und habe dann eben zwei Audiospuren, die übereinander geblendet werden. Das ist etwas umständlich, aber es funktioniert. Wenn ich jetzt nun beide Audiospuren wieder anfüge an das Video, dann sieht man unter Umständen diese Überblende nicht so richtig gut, sie ist aber trotzdem vorhanden und bleibt auch erhalten. Und wenn ich das Audio wieder abkopple, sehe ich, dass die Überblende immer noch vorhanden ist. Wenn ich mir von einem Videoclip das Audio komplett abkoppeln möchte, dann kann ich das natürlich tun. Ich mache das mal mit einem anderen Clip. Nehmen wir mal den hier. Da ist nicht viel los. Dazu selektiere ich mir den Clip. Gehe mit der rechten Maustaste drauf und sage Audio trennen. Und dann
wird die Audiospur richtig vom Videoclip abgekoppelt. Sie bleibt trotzdem noch mit ihm verknüpft. Das sieht man an diesem kleinen Strich hier vorne. Also wenn ich die Videospur bewege, bewegt sich auch noch die Audiospur mit. Nehme ich aber die Audiospur, wird die Videospur nicht selektiert und ich kann mit der Audiospur machen, was ich möchte. Ich kann sie dann irgendwo hinziehen. Natürlich kommt es dann zu Bild- und Tonversatz, beziehungsweise wenn ich sie komplett wegbewege, ist der Ton ganz leise, beziehungsweise das Video ist ganz leise. Da gibt es dann keinen Ton mehr. Es gibt auch keine Möglichkeit, beide Clips wieder miteinander zu verknüpfen. Man muss sich das also gut überlegen oder man ersetzt den Clip wieder, indem man ihn hier aus dem Media Browser wieder herausbewegt und dieses dann löscht. Direkt in der Timeline kann ich auch die Lautstärke der Clips verändern. Man sieht das hier an dieser Linie, die überall zu erkennen ist. Die steht standardmäßig auf 0 dB. Ich gehe einfach mit der Maus drauf und nehme sie und ziehe sie hoch und runter. Und damit kann ich die Lautstärke des Clips verändern. Das kann ich auch mit Keyframes machen, aber zu Keyframes komme ich in einem separaten Kurs. So viel zum Schnitt in Final Cut Pro 10. Ich bin Steffen Bendix von littlewizard.de. Danke fürs Zuschauen.